Konnichiwa, Scott-san. Oh. Okay, es geht hier direkt weiter. Erwartet sie in seiner Zuflucht. Du hast sehr gut gekämpft, Scott-san. Und du bist sehr gut mit der Situation umgegangen. Mhm. Die Chancen stehen zwar gegen dich, aber du hast dein Können mehrfach unter Beweis gestellt. Jo. Deine Entwicklung als Krieger ist bisher äußerst beeindruckend. Dieses Schwert habe ich extra für dich angefertigt. Die Klinge ist uralt. Ich habe sie neu geschmiedet und perfektioniert. Das Schwert ist ein wenig schwerer als deine jetzige Waffe und dürfte noch besser zu dir passen. Lass das Katanagiri ruhig hier. Ich werde es bewachen, während du auf deiner Reise bist, Scott-san. Jetzt könntest du Mariko beim Training zusehen und dieses neue Schwert ausprobieren. Hm. Gerne. Ja, alles klar. Geil. Gut, dass ich hier direkt aufgenommen habe. Willkommen zurück hier bei Red Steel. Die Bosse sind alle hier im Club. Sie wollen mit dir reden. Okay. Komm so schnell du kannst, okay? Alles klar. Ich wollte nämlich eigentlich erst... Ach Moment, jetzt ist hier auch der hintere Bereich. Und hier ist jetzt das Katanagiri, oder wie? Nö. Wo ist das Schwert? Ja, wahrscheinlich ist es beim nächsten Laden dort. Hm. Also beim nächsten Spielstandladen. Nicht irgendwie im Sinne von Shop oder so. Ja, aber wie gesagt, gut, dass ich hier direkt aufgenommen habe und nicht erst gewartet habe, bis ich hier im Dojo bin, weil ich wollte eigentlich hier vorne hin, euch hier begrüßen und dann zu ihr, um zu trainieren. Sorry, Scott. Es gibt im Moment nichts zu lernen. Nicht? Okay. Aber anscheinend gibt es sowieso nichts zu lernen. Na gut. Moment mal. Fertigkeitenliste, Schwertkatas. Es gibt, glaube ich, generell nichts mehr, ne? So wie ich das hier jetzt sehe. Spezialbewegungen. Hammer, kleiner Skorpion. Nee, ich glaube, das war's mit den Schwertcutters. Schön. Alles klar, dann hätten wir das abgeschlossen. Ich werde natürlich bei der nächsten Gelegenheit nochmal vorsichtshalber hier vorbeischauen. Aber ich denke, das dürfte es erstmal gewesen sein. Ja. Lass wieder zurück in den Club. Scott! Scott! Hm? Was ist? Pass auf dich auf, Scott, sein versprochen? Nimm das hier, Scott. Komisch, das war. Das ist mein Talisman. Was? Ich weiß, du glaubst nicht an sowas, aber er wird dich beschützen. Mio kann sich wirklich glücklich schätzen. Jedes Mädchen träumt doch davon, dass sie von einem echten Krieger beschützt wird. Und jetzt geh. Geh. Hey, ich meine, wenn du willst, dann bestimmt irgendwas einrichten. Triff dich mit Harry und den Mitgliedern der Sanrokai, um irgendwas zu machen. Kann ich um zu besprechen. Ah, wir sind hier direkt im VIP-Bereich. Okay. Geht das? Dass man nichts hört? Hau ab! Was? Was? Hallo? Wie bitte? Ist das eine Falle? Ich würde auch gern hier nochmal nach unten und die nächsten Waffen... Verschwinde, Gaijin! Waffen freischalten.
Was ist hier los? Das ist sowas von eine Falle. Alter. Okay. Kann ich hier direkt die Knarre rausnehmen? Hier lang, Scott. Man erwartet dich schon. Ich habe mein Schwert rausgeholt. Hallo, Scott-san. Ja, moin. Endlich lernen wir uns kennen. Überrascht? Du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass ich dich noch länger meine Kreise stören lasse, oder? Eine Kreise? Du hättest dich um deinen eigenen Kram kümmern sollen. Ja. Ah ja, war klar. Bringe deine Gegner zur Aufgabe, indem du sie aufforderst, ihre Waffe fallen zu lassen. Führer einer Gruppe sind mit einem Kreis über ihrem Kopf gekennzeichnet. Wenn du einen Gruppenführer zur Aufgabe zwingst, ergibt sich automatisch die ganze Gruppe. Ja, wissen wir ja. Fühlst du dich gut, Scott? Nein? Seit deiner Ankunft hier in Japan hast du sicher nicht viel geschlafen, was? Nee. Da wir gerade vom Schlafen nicht wirklich reden. Ich hatte vor einiger Zeit einen Traum. Mhm. Einen wirklich schönen Traum. Ja. Und in diesem Traum kam ein dämlicher Gaijin nach Tokio und dachte, er könnte als eine Art Hobby-Samurai über meine Leute herfallen und sie umlegen. Meine Leute, Scott. Ich weiß, was du jetzt schön, denkst. Wäre es ein bisschen ein größer geschrieben ist. In Tokio. Das ist doch absurd. Aber schließlich war es nur ein Traum. Wie dem auch sei. Ja. Dieser Gaijin half meinen Gegnern schließlich dabei, aus ihren Rattenlöchern zu kriechen und sich gegen mich zu erheben. Und dabei kämpfte er noch so ungeschickt, dass ich die kläglichen Reste dieser ganzen stolzen Gangs nur noch einsammeln musste. Dann gehörten sie mir. Aha. Wunderschön. Aber wie gesagt, nur ein Traum. Und dann? Dann kamst du, Scott-san, um diesen Traum wahrzumachen. Wie schön. Gefällt dir nicht, was? Nee. Oh, verstehe. Weil du dir Sorgen um deine kleine Verlobte machst, oder? Kann ich durchaus verstehen. Deine Miyu ist sehr hübsch. So hübsch, dass einige Kunden meines Geisha-Hauses ein paar Millionen für sie auf den Tisch legen würden. Oh, das ist krass. Gutes Geschäft, meinst du nicht? Ja, schon. Ich habe noch keine Entscheidung gefällt. Vielleicht sollte ich sie selber behalten. Du Drecksau, Alter. Ich fürchte, ich muss mich jetzt um meine anderen Gäste kümmern. Oh, während meiner Abwesenheit könntest du meinem lieben Freund Dosan hier verraten, wo das Schwert versteckt ist, das ich gerne hätte. Das Katanagiri. Sicher bist du so klug, es ihm zu verraten. Das heißt, wenn du schnell und schmerzlos sterben willst. Los, rede! Nee. Wo ist das Katanagiri? Heute keinen Bock auf Reden. Wo ist es, Gaijin? Boah, kein Plan, du. Weiß ich nicht. Redest du oder nicht? Nee. Los doch! Wo ist das Schwert? Boah, echt kein Plan. Das Katanagiri, du Vollidiot! Wo ist es? Weiß ich nicht. Weiß nicht, wo es ist. Wirklich nicht. Hast du noch nicht genug? Wie lang geht das, Alter? Ach so. Stirb mir jetzt nicht weg, Gaijin. Ich komme wieder. Dann bin ich aber schon weg. Finde einen Weg zu entkommen. Was? Hä? Bin jetzt.
bin jetzt einfach entkommen oder was? Konnte einfach aufstehen? Was zum Teufel? Ein Holzschwert? Alles klar, Alter. Doch am klügsten sich erstmal jetzt zu verstecken und aus dem Hinterhalt anzugreifen, oder nicht? Ah, okay. Das macht natürlich kein richtiger Samurai. Willst du mit diesem lächerlichen Holzstock kämpfen? Ja. Prügel dich kaputt, Junge. Ich prügel dich, du kriegst aufs Maul. Ja, es tut weh, ne? Zack. Was? Bitte, lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Ist Baka nicht sowieso Idiot? Danke. Ich habe einen Tipp für dich. Im Keller, direkt neben der Schießbahn, findest du ein Waffenversteck. Siehst du? Ich bin ein guter Mensch. Dein Freund. Nee. Ja, wie dem auch sei. Dummer Baka ist ein bisschen... Bisschen doppelt, ne? Aber gut, scheiß drauf. Raus hier. Okay, wenigstens eine Pistole. 45. Weiß gar nicht, ob das sogar schon die bessere ist. Ich glaube schon, ne? 8 Schuss habe ich. Nur ein wenig Focus Time. Sorge die Schlüsselkarte für den Aufzug. Aber er meinte ja, es gibt hier ein Waffenversteck. Da möchte ich natürlich gerne hin. Guck mal. Hallo. Nice. Oh, Alter. So sieht's nämlich aus. Schönes Ding. Ah, okay. Schon voll. MP7? Obwohl, ich glaube, ich... Ja, auch wenn ich jetzt 36 Schuss schon für einen Revolver habe, ich glaube, das tausche ich lieber. Ich meine, Revolver ist jetzt nicht so gut, dass man unbedingt mitnehmen muss. Ich glaube, da sind die 7 Schuss in der Pistol doch besser als die 36 im Revolver. Ha. Wo ist jetzt das Waffenversteck? Ah, okay. Ach, okay, okay, okay. Doch, hier ist ein Aufzug. Nur ich dachte, dass da direkt der Aufzug ist, da wo man die Karte benutzen muss. Hier im Keller, hat er gesagt. Direkt neben der Schießbahn. In welcher Schießbahn? Oder ist das an einem anderen Ort? Und nicht hier in dem Bereich? Und ich dachte, das wäre halt direkt hier, damit man sich auch vernünftig ausrüsten kann, bevor man loszieht. Aber okay. Anscheinend nicht. Na gut, was soll's. Lass mal weitergehen. Bringt es eigentlich irgendwas hier hoch zu gehen?
so wirklich, ne? Ja, okay. Wo müssen wir lang? Hier am Anfang? War das hier? Ja, okay, okay. Okay. Gut, jetzt aber. Ja, komm, mach. Okay. Ich glaube, hätten wir den auch nicht verschont, den Typen, dann hätten wir keine Focus Time gehabt. Wären nicht so leicht weitergekommen unten im Keller. Nein. Der Granate weichen wir geschickt aus. Zack. Er ist down. Da machen wir uns wieder ab. Okay. Schön. Das hier meint er aber nicht mit Waffenversteck, oder? Oh, können wir die... Können wir da irgendwie hoch? Ich glaube nicht, ne? Ah, Moment, hier können wir nicht. Okay, ich hatte gehofft, dass wir vielleicht über die Kisten drüber können, aber... Nö. Alter, was? Ach so, das ist nicht die Shotgun, das ist die... das ist die... AR, okay. Was, der Boss? Okay, sehr gut. Da hinten ist der Boss. Da hinten. Jawohl, sehr schön. Ach, Moment. Hier. Hier im... Ach, wir sind hier immer noch im Club? Ja, das wissen wir ja, dass hier ein Waffenversteck ist. Zum Teufel? Ruhig, Mann. Ich weiß, dass Harry dich verraten hat. Okay. Tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich bin hier nur angestellt. Ganz ehrlich gesagt, habe ich Harry auch nie gemocht. Der Typ hat keinen Schneid. Wundert mich überhaupt nicht, dass er jetzt Tokais neuer Schoßhund ist. Wie dem auch sei, geh mal nach unten und dann hoch in den Club und räum da richtig auf. Aber pass bloß auf. Die warten auf dich. Ja, alles klar. Mal nach unten. Warum sind hier die Waffen abgesperrt? Okay, da kommen wir nicht rein. Light Weapons. Ja, wow, toll. Cool. Ja, okay, Leute. Dann würde ich aber sagen... Endlich haben wir dich. Ah, okay. Gut, dann mache ich die Passage noch. Und beende dann den Part. Da der schöne Wein. Der schöne Wein. Aber gut, ich werde jetzt auch nicht darüber weinen. So, schlechter Joke nochmal zum Abschluss. Anscheinend wartet... Ja, okay, komm, den machen wir auch noch. Let's go. Da ist eine Flasche, die leuchtet... Warum leuchtet die Flasche? Ach so.
Hat er das vielleicht... Hallo, mach doch bitte. Hat er das vielleicht mit Waffenversteck gemeint? Und nicht das Waffenversteck, was wir sowieso schon kennen? Okay, sehr schön. Komm. Letzter Schlag. Doch nicht letzter Schlag? Ah. Komm schon. Nice. Alter, ey. Ohne Witz. Okay. Ah, hier ist es. Das Waffenversteck. Mit ordentlich Mun. Einer schweren Schussweste. Der Scar. Cool. Und Granaten. Richtig geil. Jetzt können wir die MP7... also richtig schön benutzen. Gut. Dann gehen wir im nächsten Part nach oben. Machen die Drecksäcke kalt. Und werden den Club übernehmen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.